Endlich hat sie begonnen, die fünfte Jahreszeit für die Närrinnen und Narren an Rhein und Mosel. Mit dabei natürlich Prinz Markus I. von Druck und Narretei. Was das mit dem Handwerk zu tun hat, zeigen wir Ihnen heute hier im HWK-TV. Wenn es heißt, Prinzen im Handwerk. Doch zunächst ein kurzer Rückblick auf das vergangene Wochenende und die Nacht der Technik. Prinz Markus I. von Druck und Narretei auf die Session vorbereitet hat, das sehen wir jetzt. Hier werden noch schnell die letzten Änderungen an dem Druckverfahren gemacht. Norbert Beresheim von der Druckerei Pertz weiß genau, worauf es dabei ankommt. Sein Chef, Markus Pertz, lädt ein zum Prinzenempfang. In der kommenden Session wird er seine Druckerei nur noch selten von innen sehen. Sind die Druckplatten erst einmal in die Maschine eingespannt, kann es auch schon losgehen. Die Einladungen zum Prinzenempfang 2010 werden im sogenannten Vier-Farb-Druckverfahren hergestellt. Dabei werden die vier Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz so miteinander vermischt, dass später ein harmonisches Bild entsteht. In der Druckmaschine durchläuft das Papier nacheinander Druckwerke mit den vier Farben. Die Reihenfolge der Farben ist abhängig von Auftrag und Druckverfahren. Mit den ersten Druckmaschinen seit Johannes Gutenberg hat diese Technik allerdings nichts mehr zu tun. Modernste Technik sorgt hier für brillante Ergebnisse. Nichtsdestotrotz überprüft Drucker Uwe Reif noch einmal wie immer das Druckergebnis. Sollte doch gerade in der Session mit dem eigenen Chef als Prinz alles perfekt sein. Ein paar Nachbesserungen sind dann doch noch notwendig, damit die Einladungen später rechtzeitig den Weg zu den Ehrengästen aus den verschiedenen Karnevalsvereinen finden. Markus Pertz legt in der Druckerei noch letzte Hand an. Weiß er doch, dass er ab dem 11.11. nur noch selten hier sein wird. Es wird sicherlich sehr, sehr spannend und sehr teilweise auch hektisch werden. Wobei man immer davon ausgehen muss, Prinz und Confluencia sind ja zwar die Hauptpersonen, aber die wichtigsten Leute arbeiten im Hintergrund. Das sind die, die die Vorarbeit machen. Der Hofmarschall, der ganze Hofstaat, der die und die Aufgabenverteilung hat. Und wenn das funktioniert und gut vorbereitet ist, dann ist das für uns, glaube ich, auch eine große Erleichterung, trotz der Terminflut, die wir in jedem Fall haben. Da können wir nichts dran ändern. Das ist ja auch gut so, denn wir wollen ja alle Vereine bedienen. Wir wollen aber auch Institutionen wie Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, alles, was so im sozialen Bereich ist, natürlich auch sehr gerne besuchen. Und da freuen wir uns schon riesig drauf. Ja, wir hatten kürzlich etwas, das, glaube ich, noch kein Verein gemacht hat, der den Prinzen stellt in der Vergangenheit, sondern wir hatten das zum ersten Mal also gemacht im Brüderkrankenhaus in der dortigen Kapelle, eine kleine Messfeier, bei der unsere Prinzenfahne geweiht wurde und vor allem bei der alle Hofstaatsmitglieder mal zu einem ja wirklich besinnlichen Moment irgendwo zusammenkamen. Und wir wurden im Grunde genommen alle so ein bisschen eingesegnet, wenn man so will, auf die kommende Session, dass wir also auch mit dem Segen des Allerhöchsten, dass wir da irgendwie gesund, mit Fröhlichkeit, mit Zufriedenheit, dass es keinen Streit untereinander gibt und was alles dazugehört, dass wir da wirklich gut gerüstet in diese Session gehen. Das war ein schönes Erlebnis und vielleicht waren wir da mal wieder Vorreiter und andere Vereine werden das in den nächsten Jahren dann eventuell weiter nachvollziehen. HWK-TV wünscht allen Närrinnen und Narren, egal ob im Handwerk oder anderswo, eine frohe Session 2010. Olau!